auf Sannys Weltkanal Liebe leben und naturisch erleben. Ja, die Sanni, die sitzt heute vor ihrem Schminktisch. Wartet, ich zeige es euch. Da ist mein Tisch. Und wow, sitzen wir heute hier? Weil die Sanni vorhat, mit euch natürlich den Schminktisch etwas durchzugucken und vielleicht auch etwas auszuwischen. Und ja, ich will mir eigentlich mehr oder weniger mal einen Überblick überschaffen. Oder verschaffen, nicht überschaffen, sondern verschaffen. Inwieweit ich noch mal was kaufen sollte oder ob es doch so, wie ich es gerade habe, ob das so reicht, genau. Und deswegen möchte ich euch mitnehmen. Also bis gleich und ja, zumindest, nein, wir können eigentlich gleich jetzt loslegen, genau. Okay, wie gesagt, ich möchte mir einen Überblick überschaffen über die Sachen, die ich noch. Wow, die ich jetzt da habe und vielleicht noch brauche. Ja, mal gucken. Also, ich habe hier erstmal mein ganzes Zeug, was ich jetzt erstmal rausnehmen werde, um zu gucken, ob das so passt. Ja, es ging sehr flott. Und es ist auch für mich völlig okay, dass ich nicht zu viel habe. Also es soll sich eigentlich in Grenzen halten. Ich möchte nicht zu viel haben und das dann letztendlich gar nicht so benutzen. Und das wäre blöd. Und okay. Ich habe hier eine Kiste mit ein paar Klammern und ich nehme die gerne hier, wenn ich meine Haare mache. Und muss das bloß mal umstellen. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe so meine Klammerkiste und ich mache dann immer gerne meine Haare, so sehr wenn ich mich schminke oder so. Da mache ich dann auch viele Zöpfe damit gerne. Dann habe ich hier mein Bronzer. Bronzer. Und das ist ein Glitzerbronzer, so ganz helles eigentlich. Wie ihr seht, das ist ein Bronzer. Also ich liebe diesen Bronzer, ehrlich. Also das ist richtig toll und nice. Nice, sagen viele auch, ja, genau, deswegen sage ich so. Und dann noch etwas dunkler. Dann habe ich hier noch so einen Sun, aber den mag ich jetzt nicht so. Aber dann habe ich hier noch mal so ein Puder. Make-up ist das eigentlich mehr oder weniger. Und dann natürlich so ein Glitzerzeug. Ja, aber das, ja, wie gesagt, das nehme ich mehr oder weniger manchmal für die Augen. Aber auch nicht allzu viel. Auf jeden Fall kann man das auch vom Body benutzen. Das ist eigentlich damit. Ja, deswegen hatte ich eigentlich, glaube ich, auch mal geholt. Genau, so Body. Aber nicht für mich, sondern für meine Mädels. Da war Fashion. Genau. Dann habe ich hier Blush. Wie ihr seht, ich habe hier plus 3, aber eigentlich habe ich mehr. Die sind aber gerade so auf Wanderschaft. Ja, die sind auf Wanderschaft. Natürlich hier nicht bei mir, sondern in den anderen Zimmern. Habe ich hier ein Blush, der ist sehr dunkel und hat sehr viele Farben. Also der ist auch gleich, ach, ich finde ihn richtig toll. Und dann etwas heller, auch von dieser Marke. Wartet, das sage ich euch gleich. Da zeige ich es euch am besten. Also der ist richtig toll. Also ja, ich habe den, glaube ich, auch bloß mal geschenkt gekriegt oder habe ich den gekauft? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann noch einen von Essence. Wartet. Essence. Der ist sehr dunkel, aber den nehme ich sehr oft und auch gerne, muss ich mal so sagen. Wie gesagt, dann fehlen eigentlich noch 3, 4 Stück, glaube ich. Und die sind nicht mehr hier. Die sind gut. Dann habe ich hier ein paar Produkte. Wie eine Wimpern-Mascara, die ist, ich liebe diese. Deswegen hatte ich damals auch gleich zweimal ja, besorgt. Und die ist halt noch neu. Dann habe ich so Nagelstifte. Ich habe hier noch ein paar Nagelstifte. Ja, senkend. Weiß, grün, gelb. Und dazu sage ich nachher noch was. Deswegen lege ich die noch ein bisschen her. Und dann habe ich natürlich hier
Lip Liner. Lip Gloss ist das ja. Ja, genau. Lip Gloss. Vier Farben, vier verschiedene. Geschaut. Und ich liebe die. Und die sind alle noch neu, noch nie benutzt. Und ja, ich weiß noch gar nicht, was ich so machen möchte damit. Weil, wie gesagt, nicht, dass dann manche vielleicht glauben, wenn sie den bekommen, dass der vielleicht auch schon war. Nein, ist er nicht. Wisst ihr warum? So habe ich das nämlich für mich gemacht. Ich habe ja nämlich noch welche. Da ist nämlich hier nichts mehr dran, hier oben. Da ist nichts mehr dran und hier ist nämlich noch alles dran. Und ich habe mir das angewöhnt bei den Produkten, dass es nicht nochmal separat verschlossen ist, dass ich da auch alles dran lasse, bis ich es benutze, bis ich es nehme. Und daher weiß ich ohne Bruch, dass diese Sachen, diese vier Stück, noch nie benutzt worden sind. Ja, verliebt. Dann habe ich hier Peeling. Lippenpeeling, auch noch nie benutzt. Ja, die Sani hat hier Sachen und auch noch nie benutzt. Ja, Lippenpeeling habe ich einmal in weiß und dann einmal auf jeden Fall noch in schwarz. Ja, ich glaube, das war auch mal, wo ich eine Phase gerade hatte, mir so einiges an Make-up neu zu beschaffen, weil, wie gesagt, das war ja mal weniger an Make-up. Ich habe mal nicht allzu viel benutzt. Und ich bin eigentlich auch relativ froh, dass ich einen Rahmen gehalten habe und mir jetzt doch nicht allzu viel Zeug gekauft habe. Dann habe ich hier noch Bronzer. Auch wie gesagt, noch nie benutzt. Der ist echt auch noch zu hier. Da ist noch alles dran, wie ihr seht. Also wie gesagt, noch nie benutzt. Denn ich habe nämlich einen anderen. Der ist nämlich hier. Der ist nämlich schon benutzt und diesen mag ich auch. Also der ist richtig cool. Ich dusche jetzt gleich hier rein wieder. Dann habe ich hier so einen geschachtelt. Ihr seht, dieser. Da ist dann so Primer drin. Die drei kennt ihr, glaube ich, auch schon. Die hatte ich, glaube ich, schon mal in eins meiner Videos davon erzählt. Wie gesagt, nach wie vor kann ich die empfehlen. Dann habe ich mir zwei gekauft. Ja. Eigentlich auch nur mal um zu probieren. Und darüber kann ich jetzt gerade natürlich noch nichts sagen, weil ich es noch nicht so oft im Gebrauch habe. Ja, dann habe ich Lashets, wie viele Mädchen, vielleicht auch oder Damen, wie auch immer. Ja, aber auch all die, also diese drei Packungen, habe ich natürlich noch nie benutzt. Nein, die Sunny hat die noch nie benutzt. Ja. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich damit machen soll, und dann werden wir vielleicht auch irgendwie eine Lösung finden. Ja, wie gesagt, ich habe die echt noch nie benutzt, also ich getraue mich gar nicht an die Lasche zu ran, keine Ahnung, und dann kaufe ich mir sowas. Ja, auch die Sally kauft sich Sachen und benutzt sie letztendlich nicht. Ja, so ist das mit diesen sinnlosen Kaufen oder mit gewissen Sachen, wo man dann sagt, hätte nicht sein müssen. Aber okay. Das seht ihr mal ein paar Sachen davon, was ich gerade meine mit dem sinnlos Kaufen. Ja, dann habe ich hier Kokosnuss Kiss. Also das ist hier so eine Lippenpflege. Also ich liebe diese. Ja, dann habe ich hier noch eine Creme. Creme. Ja, das kann ich euch nicht sagen, was da drin ist oder wie die heißt, weil meine Mutti nämlich damals selber Creme hergestellt hat oder auch Parfüms, und das wird definitiv auch mein separates Video, wo ich euch diese Sammlung von meiner Mama mal zeigen werde, die sie vor Jahren gemacht hat, bevor sie gestorben ist. Genau, und ich möchte sie eigentlich gerne in Ehren halten, und eigentlich habe ich auch mal vor, das selber auszuprobieren, und bin ja eigentlich mal gespannt, wann ich den Mut dazu überwinde, das zu tun, denn meine Mama hat nämlich auch eine Ordnung dazu gehabt, wo sie einige Sachen aufgeschrieben hat oder sich allgemein ein paar Sachen aus dem Internet herausgezogen hat. Oder zumindest nehme ich es an, dass es so ist. Ich habe mich noch nie weiter mit den Sachen so beschäftigt, habe das damals alles nur mitgenommen aus ihrer Wohnung, und ja, es steht es nämlich eigentlich auch erstmal nur in ihrem Schrank oder zumindest in dem Schrank, wo ich es reingetan habe. Aber das zeige ich euch demnächst. Ja, dann habe ich hier natürlich eine Kapatin. Die darf bei mir natürlich auch nicht hier fehlen. Die brauchen schon. Ja, jetzt gerade nicht. Weiß auch gar nicht. Ich nehme die eigentlich auch nur selber. Es geht eigentlich nur, wenn irgendwo Wunden sind. Aber eigentlich mehr oder weniger hat das was mit meinen Mädels zu tun.
mich mal irgendwo verletzt haben. Und dann habe ich immer ein, zwei, die so, ja, aua, 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 blicken. Genau. Dann habe ich hier eine Naturcreme Classic. Die Sea-Butter sagt man auch dazu. Also, die finde ich richtig cool. Also vom Geruch her. Riecht die richtig cool. Ja, die riecht richtig lecker. So zitronenmäßig, zimtmäßig, würde ich jetzt sogar sagen. Ja, wie gesagt, dann habe ich hier meinen Kühlroller. Ja, das ist so Hydro Booster. Und den mag ich. Also den tue ich echt, wenn ich so richtig verschlafene Augen oder wenn ich die Nacht etwas länger gemacht habe, mache ich mir das gerne mal hier so drunter. Wartet mal. Also ich liebe das, es ist sogar so eine, wie so eine Metallkugel drin und die ist auch übelst kalt, ja, also die ist richtig cool. Also bin ich sehr begeistert davon. Dann wollte ich euch was zeigen. Oh, das ist gar nicht hier. Das ist bestimmt, das kommt noch in die Kiste. Das tue ich jetzt erstmal wieder rein. Aber wie gesagt, mein Make-up ist ja so meins. Ich habe dann hier noch ein Matt-Fix-Spray, also Fixierungsspray, ja, und das, was soll ich dazu sagen? Ich habe es nur einmal benutzt bis jetzt und ja, ich mich dazu noch mal äußern werde. Ich denke mal, da wird noch ein, zwei Videos oben mal gucken, dazu kommen und da kann ich vielleicht was dazu sagen, aber jetzt im Moment kann ich nichts sagen zu diesem Spray. Ja. Dann habe ich was für die Augen. Also ich benutze das zumindest. Color. Das auf jeden Fall mache ich das hier bei mir ja so auf meine Lidschatten drauf. Und dann natürlich mein Puder dazu. Also ich habe dann nur vereinzelte. Also das benutze ich zumindest, was dann bei mir auf die Augen kommt. Auf mein, also auf meine Lidschatten, ne? Ja, und hier ist auch noch eins. Seht ihr das? Ja, hier, das ist etwas dunkler. Und dann habe ich noch einen, der ist etwas heller. Das scheint irgendwie, als ob der klappert, aber nein. Der ist etwas heller von der Farbe her. Und wie gesagt, ich mag keine dunklen Sachen, ich habe halt nur helle Sachen. Die werdet ihr dann auch an meiner Lippenstifte sehen, weil die Sani hat im Spruch drei Lippenstifte besetzt. Ich hatte mir schon die ganze Zeit mal vorgenommen, mir noch ein paar zu kaufen, aber. Ja, ich tue mich echt schwer damit, weil, wie gesagt, ich benutze eher selten Lippenstifte. Ich bin ja mehr dann für die Lip, für die, ja, für die, auf jeden Fall nicht für die Lippenstifte, sondern für die anderen Dinge. Ja, das zeige ich euch dann. Ja. Ist natürlich wieder reinrollen jetzt. Ja, dann habe ich natürlich noch meine Augenbrauenformer. Die habe ich natürlich auch. Dann habe ich auch Setting Spray. Ja, da habe ich noch eins. Also, ich nehme das auch, was ich gerade gezeigt habe. Aber dann, das ist jetzt, nein, das war nicht das, genau. Genau, der. Also, das ist mein Lieblings-Setting Spray. Also, ich nehme das so gerne. Und der, oder das zumindest, ist auch so ein Setting Spray Primer. Also, das nehme ich auch gerne, aber das hat so komischen Geruch, aber ich nehme beide sehr gerne. Eigentlich sind es auch so meine I Love It Sachen. Ja. Und dann habe ich aber noch einmal eins, das ist von dieser Firma, also von, ich kenne die gar nicht so, wie gesagt, aber auch Revell und, aber ich mag das nicht. Da habe ich auch so ein Make-up da. So eins, das ist ein Make-up dazu. Also das. Wenn man das erkennen könnt, genau das. Also ich mag diese beiden Sachen gar nicht. Das ist jetzt auch nicht so mit dem meins. Ich würde ja nicht mal so sagen, weil ich benutze die gar nicht. Also das ist. Nee. Also ich mag die wirklich nicht, die zwei Sachen. Also ja, und dann habe ich noch so Primer, auch nochmal, na klar, ein Primer, den nehme ich auch sehr oft, wie ihr auch schwer erkennen könnt. Aber noch habe ich mir jetzt keinen neuen gekauft. Eigentlich auch noch reicht, weil wie gesagt, so oft mache ich es ja jetzt auch nicht, dass ich mich so oft schminke. Also von daher, es gibt auch viele, viele Tage, wo ich es gar nicht machen möchte. Und es eigentlich auch noch relativ sich im Rahmen hält. So, jetzt räume ich das eigentlich bloß noch weg. Ja,
Also diese Augenbrauen vormarken, habe ich euch gezeigt. Ah ja, genau. Dann habe ich ja hier noch Make-up-Korrekturstäbchen. Ich nehme sie gerade von dieser Firma, von Evelyn. Bei DM habe ich schon noch ganz viel, wenn ich es mir kaufe. Natürlich auch die Wattepads, die dürfen beim Sani nicht fehlen. Ja. Dann habe ich hier noch von Balea so eine Pflegecreme. Ihr sehen könnt, oh, ich finde die richtig toll. Klein und handlich, so muss das sein. Ich habe hier noch eine, die nehme ich auch sehr gerne. Das ist von Nivea, die Softcreme. Also die habe ich jetzt gerade zur Zeit am liebsten. Die kleine ist auch toll, aber wie gesagt, die eine nehme ich jetzt gerade am meisten. Und dann natürlich Handgel und Handgel, ja. Auch die Sani hat sich damit mal eingedeckt. Wie gesagt, habe da nicht. Ach so, eine kleine Packung Taschentücher. Ja, aber von den Handgel sind ja schon viele weg, weil meine Mädels die immer viel wegschleppen und rumspielen damit. Ja, da würde ich was sagen dazu. Jetzt kommen wir schon zu meinem Bruder. Und ich habe ja hier habe ich meinen Puderpinsel. Und noch ein und dann halt meine Schwämmchen. Ne? Ja. Und die Schwämmchen, wie ihr sehen könnt, sind jetzt auch nicht mehr so sauber. Deswegen habe ich sie auch schon rausgenommen, weil ich die nicht sauber machen möchte. So wie nämlich auch, nicht dass ihr euch wundert, meine Pinsel. Die tue ich nämlich gerade schon einweichen. Das dann nachher bloß noch durchwaschen und dann wird es wieder sauber gemacht. Genau. Jetzt kommen wir ja eigentlich auch schon zu meinem Puder und da habe ich ja zwei. Das sind echt meine Lieblingspuder. Also, aber das ist wirklich echt cool. Und eins eigentlich auch nur ein Favorit. Das zweite nehme ich auch, aber eins ist echt I love it. I love it. Ach, von Rivelmi. Das Marshmallow. Marshmallow. Oh. Seht ihr das? Boah, und das schnuppert danach. Manchmal, wie gesagt, sitze ich auch nur hier an meinem Schminktisch, weil ich Marshmallows riechen will. Ich liebe das. Oh, das ist so schön, dieser Duft. Ich habe aber noch eins. Decker. Und das ist auch dann nochmal so ein Puder. Ja, und da sind auch verschiedene Farben drin. Also rosa, dann grün, gelb und weiß. Und das Foto ist auch ganz, ganz cool. Und das riecht wie Parfüm. Riecht ihr? Nein, ihr könnt das gar nicht riechen. Ihr seid ja gar nicht hier. Ja, ich hätte es euch gerne mal gezeigt, wie es schnuppert. Aber der ein oder andere, der es vielleicht auch selber schon hat, der weiß, von was ich rede. Das ist richtig cool. Ich finde das so cool. Ja, und dann, naja, weiß ich nicht. Ich habe das Bananenbutter. Ich mag das jetzt nicht so. Also habe das auch nur ein einziges Mal benutzt. Es ist jetzt nicht meins. Also ich finde, es stinkt. Das stinkt. Das stinkt. Das ist nicht meins. Das stinkt so komisch. Das ist nicht wie. Ja, wie vom wenn man was wegradiert, so komisch stinkt das. Also würden Sie das vielleicht nicht parfümieren, aber vielleicht vom Geruch her da was ändern. Da war es vielleicht auch schon anziehender. Also ich selber mag das jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, als viele sich gekauft haben und dann auch viel davon geschwärmt haben, von diesem Bananapuder, dass das cool ist. Bananapuder Revolution. Ja, ich bin davon jetzt nicht überzeugt, ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht meins. Ja, wie gesagt, das tue ich jetzt erstmal wieder weg, weil, wie gesagt, ich muss die Pinsel und meine Puderpinsel schon alle sauber machen noch. Ja, dann kommen wir schon beim Make-up. Ja, genau. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, also, ich hole jetzt erstmal alle raus und dann tue ich was dazu erzählen, okay? Ich habe Gott sei Dank nicht so viel. Also ich bin ja echt froh. Ups.
Ich habe hier einmal 3 in 1. Das ist leider zwar ein Fehlkauf, weil die Farbe sehr helle ist, aber ich tue es meistens jetzt auch ein bisschen mischen, weil ich es dann auch erstmal aufbrauchen möchte und jetzt nicht nur, weil es ein Fehlkauf war, jetzt irgendwie ja, dann auch nur im Kasten liegen lassen. Das ist jetzt auch nicht meins, dann lieber mische ich das ein bisschen und dann passt das. Und das mache ich dann ja halt auch mit meinen. Also Foundation manchmal, je nachdem, es kommt ja auch drauf an. Oder dann habe ich ja auch nochmal Foundation, das ist schon mal die zwei, die auch wirklich echt gehen bei mir. Und ich mache immer, was sowas betrifft, alle echt nur neu kaufen. Ja, dann habe ich wieder einen Bronzestift. Ein Bronzer, da hier oben ist der Pinsel und hier ist das Puder. Ja, also wie gesagt, auch mal gekauft, aber nicht jetzt weiter benutzt. Dann habe ich hier Concealer, der ist richtig toll. Also bin ich echt zufrieden mit diesem. Kann ich jetzt nichts sagen von Essence. Ja, eigentlich von Essence habe ich sehr viel. Also ich bin auch sehr begeistert über diese Produkte, die sie so haben. Dann habe ich hier noch Foundation, die ist etwas heller. Und ja, die ist fast alle. Deswegen muss bald eine neue her. Ja, dann habe ich hier auch Make-up von Maybelline. Und ja, das hält 8 Stunden. Wie gesagt, ich muss auch sagen, ja, das hält. Ist perfekt. Und ich bin damit zufrieden. Dann hatte ich mal hier so eine Mousse-Zeit. Hier, ja, ich habe mir mal so ein Mousse gekauft. Oder schon eine ganze Weile her. Aber besorgt. Ja, das war mal mein Favorit, ehe ich alle anderen Sachen so nach und nach gefunden habe oder auch dann benutzt habe. Und ja, ist auch von Essence und habe das jetzt schon lange nicht mehr so benutzt. Deswegen muss das definitiv auch bald aufgebraucht werden und weg, weil sonst ist es ja auch nicht mehr gut. Mein Löscher, ich sag mal Löscher dazu. Ja, den kennt ihr schon aus einem Video von mir und nach wie vor. Der ist toll. Also ich mag ihn nach wie vor. Ich liebe diesen Löscher. Also der ist richtig toll. Ja, dann habe ich hier noch einmal auch Concealer. Das ist auch nochmal ein Concealer. Und der ist richtig toll. Dann habe ich hier so einen ja, Make-up-Stift, Abdeckstift würde ich jetzt sagen, dass es einer ist. Genau, weil das auch übelst heller. Also ich würde sagen, das ist wie so Pickelabdeckstift. Ja, so sage ich es dazu. Ja, also das macht er eigentlich auch ganz gut. Gibt es ja nichts. Dann habe ich hier noch meine Concealer und der ist richtig toll. Also der ist richtig toll. Ich mag den. Ja, also doch. Den habe ich auch mal bei irgendjemandem im Video gesehen und muss sagen, dann habe ich hier dann noch einmal so von L'Oréal Paris auch eine Foundation. Die finde ich richtig cool. Also die deckt richtig ab. Also das hätte ich echt nicht gedacht. Also es gibt ja auch sehr viele Foundation, die es nicht tun. Aber die hier, doch, die ist richtig gut. Und hier kann ich auch nur jedem empfehlen. Jetzt zwecks Farbe, müsst ihr selber gucken. Aber ich finde die richtig toll. Also ich liebe sie wirklich. Ja. Und dann gehen wir auch schon wieder runter in meiner Kiste. Meine Schminkkiste. Kästchen, Kästchen, Kästchen. Da findet sich auch ein Handgel. Ja, auch die Sunny, wie gesagt, hat sich damit ein bisschen etwas ausgestattet. Eigentlich liegt irgendwo oder fast überall hier so Handgelzeugs rum. Ja, was man nicht alles so macht, ja, man will ja mal oder man möchte ja mit der Zeit mitgehen und deswegen, ja. Okay, jetzt kommen wir ja eigentlich schon zu der Geschichte, die ich eigentlich schon sagen wollte, aber gesagt habe, die verschiebe ich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das sind die drei, die noch nicht benutzt sind, die zu sind. Wartet, das sind so Nagelstifte. Also das ist so ein Nagelkorrekturstift. Das ist ein Nagelölstift, also Nagelpflege und Nagelhautaufweicher. Dann habe ich ja hier noch ein Rosa.
Der tut ja die Nägel stärken mit Biotin und Kalzium. Also sind so an sich ganz toll, gibt's nichts. Aber ich habe was Besseres für mich entdeckt. Also die finde ich wirklich richtig, richtig toll. Und deswegen habe ich ja auch die noch da, weil also, die habe ich noch nicht benutzt. Die, wie gesagt, sind an sich ganz toll. Bis ich aber was gefunden habe, was zur Sani wiederum passt, nämlich klein und zierlich. Klein und zierlich. Also so klein und ja, ist eigentlich klein und knuffig. Nicht so wie das hier, so richtig dick, sondern so schmal. Das ist auch nochmal ein nagelharter Stift. Dann habe ich Nagelkorrektur. Das ist der hellblaue. Das ist der Nagelhartstift, der ist auch, naja, so etwas dunkler von dem Blau. Der ist ein bisschen heller. Eigentlich schon mehr ins Graue. Und dann habe ich natürlich noch einen Nagelhautaufweicher. Der ist rosa. Und Nagelöl Pflegestift. Wie gesagt, zu den dicken, ich finde sie an sich richtig, richtig toll. Hab sie, benutze sie auch trotzdem auch, davon abgesehen. Aber diese, seitdem ich die gefunden habe, mir fällt alles runter. Seitdem ich die gefunden habe, nehme ich natürlich sie, diese Stifte am liebsten. Gerade auch, wenn ich meine Nägel mache. Ja. Die räume ich trotzdem mal wieder weg. Mal sehen, was ich damit mache. Nutze ich da irgendwas, ab vielleicht Vorschläge dafür. Und ja, auf jeden Fall, das räume ich schon mal weg. Dann habe ich ja hier meine Mascara. Ich habe ja zwei Stück, die ich wirklich liebe. Lippe, Lippe. Ja, ich liebe die. Also einmal die. Ja, also ich finde die richtig toll. Und dann einmal die. Aber natürlich ist diese meine Lieblingsmascara. Die liebe ich. Dann habe ich ja eigentlich auch noch ein Volumenbooster von Lashed Primer. Ja, aber wisst ihr, was ich ausprobiert habe? Sie auf meine Wimpern zu machen, auf meine Naturwimper. Und ich muss sagen, die sind sogar, also das ist sehr toll. Und wenn ich jetzt nur die Mascara hier auf meine Wimpern drauf mache, dann brechen die schneller ab. Mache ich aber diesen Booster vorher drauf und dann die Mascara, finde ich, ist das perfekt dafür, weil ja dann auch die Wimpern gar nicht so abbrechen oder mal so rausfallen. Finde ich, ist richtig toll. Also, wie gesagt, auf meine Lashes habe ich es noch nie gemacht, weil ich meine Lashes noch nie benutzt habe. Also von daher, ja. Ja, dann habe ich natürlich noch diese Wimpernspirale. Die war früher mein Favorit. Also schon die gerne benutzt. Sehr gerne. Und dann natürlich auch die. Aber diese zwei, ja, benutze ich gerade gar nicht mehr. Aber natürlich werde ich die zu Ende verbrauchen, ehe ich irgendwas wegschmeiße. Genau. Ja. Also, von der Mascara brauche ich mir keine Sorgen machen. Habe ich ja auch hier. Ich habe es euch schon gezeigt. Sieht ja da. Also, ja, kann ich das auch schon mal wegräumen. Klein, aber fein, mein Schminktisch. Ja, dann habe ich hier natürlich meine Lipsticks, also meine Lippen. Stift. Also für mich ist das so eine Art wie Lippenstift, aber es ist ja mehr mit Öl, so Zeug und sowas. Ich liebe diese, ja, ich liebe sie. Ja, Lippenstifte, wie gesagt. Ich habe davon nämlich nur drei. Diese Farbtöne. Sehr helle. Kann man das sehen? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich selber, die Sani, mag keine dunklen Farben, sehr dezent, also so mehr ins Rosane noch oder Hauttöne. Ja, und ja, ich mag diese drei sehr gerne. Die habe ich mal so für mich gefunden. Wie gesagt, ich bin nicht so der Lippenstift-Fan-Typ und habe ja eigentlich lieber sowas. Also, das ist schon wieder meins. Und die tun das, für was ich sie brauche, tun sie auch ihren Zweck. Also, von daher, ja, ihr seht, ich habe davon viele. Ja.
Ja, für mich sind das viele. Es gibt vielleicht auch ein paar, die haben viel, viel, viel mehr als ich. Ja, das sind meine drei, die ich so am liebsten gerade habe. Diese Töne, also die sind richtig, richtig toll. Also die benutze ich gerade zur Zeit ganz viel. Alle drei, deswegen habe ich hier oben meine drei, die ich hier auch gerade benutze. Und dann meine, die ich halt nicht so oft benutze. Ja, und wie gesagt, dann habe ich hier nochmal die fünf, drei, vier, fünf. Und dann habe ich ja, wie gesagt, diese vier ja auch noch mal. Ne? Ist ja noch nicht so, dass ich echt, also über so jetzt keine Gedanken machen, das passt. So, auch das habe ich jetzt wieder reingetan. Und jetzt kommen wir ja eigentlich auch schon zu meinen Stiften, so wie Kajalstifte und Lippenstift, also Lippen. Umrandungsstift, also ich sage dann dazu Lippenumrandungsstift, genau. Dann habe ich ja hier auch noch ein Airliner von Essence in Weiß. Also, oh. Guck mal, wie ein kleiner Pinsel. Ja, eigentlich so wie die Nagelpflegestifte, genau so sind die. Dann habe ich noch einmal einen Stift, der ist weiß, aber da kann man die Mine rausdrehen. Ne? Ja. Also, der ist auch toll und der ist von, ja, weiß ich gerade gar nicht, von Trend. Kontur. Oh, ja, auch ein Konturstift. Ja, dann wie gesagt, die Lippen, diese Stifte, Konturstifte, denke ich mal, das wird das sein. Dann, oder Lip Liner. Ja, doch, Lip Liner. Mensch. Karriere. Ja, dann habe ich aber noch was. Meine Lidschatten, den habe ich mir mal bei eBay bestellt und der kommt aus Asien und da sind mehrere Farben gleich drin, also da, wo ich nicht allzu viel machen muss, aus dem Grund habe ich es mir eigentlich auch mal bestellt. Ja, so an sich für mich die Farbtöne gehen, aber wie gesagt, so oft ist da bei mir auch gar nicht so ein Gebrauch. Guck mal, wie das aussieht. Seht ihr? Ja, also so ist auch richtig toll, so von der Farbe, wie gesagt. Guckt. Ja, also der ist echt, also ich finde ihn richtig toll und ja. Aber wie gesagt, ganz, ganz wenig oder eigentlich eher selten bei mir im Gebrauch. Weil ich dann eher auch so mein Puderzeug nehme oder zumindest was dafür ist für die Augen. Ja, und dann jetzt kann ich auch schon weiter. Ja, dann habe ich hier natürlich, was habe ich hier ein paar Paletten. Mir fehlen zurzeit gerade drei, weil die meine Mädels natürlich haben. Und ja, weil die eine gerade sich sehr oft schminkt. Einmal habe ich meine Disney-Palette. Ja, ich bin auch so ein kleines Disney-Mädchen. Ich liebe sie, also ich nehme die Palette, habe sie aber wie gesagt auch noch nicht so oft benutzt. So werdet ihr das eigentlich auch sehen. In jeder anderen Palette gibt es ein, zwei Farben, die ich sehr oft benutze. Oder, ja. Aber hier habe ich sogar auch eine Palette von NYX. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Die ist auch noch zu hier. Wartet, da. Noch echt wirklich noch nie benutzt. Dann habe ich hier von Maybelline eine Palette. Diese. Und die ist richtig toll, also ich bereue es auch nicht, die gekauft zu haben. Aber die kriege ich wieder nicht auf, wie gesagt. Aber die Farben, eine einzige, wo man sieht, dass ich die sehr oft benutze, alle anderen gar nicht so. Und ich habe sie mir ja auch mehr oder weniger nur wegen dem hellen, also wegen der ersten Farbe, wegen der dritten und eigentlich auch wegen dem, ach so, wegen der ersten, dritte und diese unten. Ja, nur aus dem Grund habe ich es mir eigentlich gekauft. Ja, naja, weil, wie gesagt, ich nehme lieber nur die helleren Töne. An den dunklen getraue ich mich nicht zumindest. Habe ich so dieses Gefühl, dass es das nicht so zu mir passt. Ja, dann habe ich noch eine von NYX. Diese. Ja, aber wie gesagt, die habe ich auch noch gar nicht. Weiter bin ich. Ja, ich kriege das wieder. Ach doch, das habe ich nämlich schon mal ausprobiert. Das nehme ich hier. Wie gesagt, kaum benutzt oder eigentlich so gut wie gar nicht und da ist mir hier ein Loch
Da ist ein Loch jetzt drin. Ja, guckt. Da ist das Loch. Da ist das Loch. Oh, ich habe mich schon geärgert. Aber okay. Natürlich werde ich das jetzt trotzdem irgendwie dann mal alle machen oder was auch immer. Mal gucken. Hier kann ich es auch für andere Sachen benutzen. Muss ich mal schauen. Ja, dann habe ich hier eine kleine. Die ist richtig toll und die ist auch sehr oft in Gebrauch und eigentlich am meisten auch bei meinen Mädels. Aber die haben gerade bei mir die anderen entdeckt. Ja, dann habe ich hier Blush entdeckt mit Highlighter und nochmal Highlighter. Wartet. Da ist der Blush Highlighter und nochmal Highlighter. Ja. Ups. Ja, genau. Aber wie ihr seht, ich benutze das eher selten, diese Sachen. Und ja, hier ist auch nochmal eine Palette, die noch zu ist, die ich mir noch einmal nachgekauft hatte, weil meine Mädels diese andere Palette natürlich kaputt gemacht haben. Und wisst ihr, warum ich es gekauft habe? Die Glitzer. Alle Glitzer. Alle haben einen Glitzer-Effekt. Ich will die auch jetzt nicht deswegen aufmachen, weil das wäre für mich dann auch schon zu blöd. Auf jeden Fall, die ganze unterste Reihe glitzert. Und die zweite Reihe. Die anderen sind etwas dezenter, aber diese und diese, also diese und diese glitzern, die ganze Reihe. Und aus dem Grund habe ich es eigentlich nur mal gekauft, weil es glitzert. Ja, ich habe auch eine kleine Glitzermarke. Frauen halt. Dann habe ich halt hier nochmal eine Palette. Da ist natürlich auch natürlich Glitzer, wie ihr erkennen könnt. Und ja, deswegen habe ich es mir gekauft. Und ja. Wie gesagt, benutze ich auch jetzt gar nicht sehr oft nur eine einzige Farbe. Die ich gerade am meisten benutze, ist diese. Ja, wie ihr seht, sieht man ja auch. Genau, die benutze ich eigentlich gerade am meisten. Ja, dann habe ich, das kann ich gleich wegräumen. Dann habe ich noch eine von Real Me. Eine blaue. Ja, die ist so blau. Ach, die ist richtig toll. Und aus welchen Gründen habe ich es mir gekauft? Ihr werdet es schon sehen. Und zwar nur wegen diesen hellen Tönen. Also bisher ja, gehen diese Töne, diese Reihe und diese eine. Oder wartet. Also es sind ja 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Aus den Gründen habe ich es mir gekauft. Ja, Frauen. Ja, sage ich da nur. Ja, wir Frauen. Wir kaufen auch manchmal nur Sachen wegen ein, zwei Sachen. Oder wegen ein, zwei Dingen, weil sie uns gefallen. Ja, so ist auch die Sunny. Ist halt auch eine Frau. Und ja, na gut. So, ich habe jetzt zwar noch ein paar Sachen. Soll ich ja ausholen? Ja, wartet. Hey. Wird ja sowieso demnächst wieder mehr. Wartet. Wartet. Die Sanne ist wieder da. Die Sanne hat eine Kiste geholt. Und nämlich zwar das. So Duftseifen. Und natürlich Masken. Ja. Die Sanne benutzt auch sowas. So ab und an mal. Ja. Ja. So, dann auf jeden Fall auch so eine Handschuhmaske von Balea. Von Balea ein Badesalz. Natürlich, wie es aussieht. Mädchen. Ja, oder dann so etwas. Und natürlich auch wieder was mit Baden. Ja. Maske. Und Reinigungsmaske. Und Maske. Und Seife, ja, und Seife von Balea und Seife von Bad Pizza, Balea und Balea. Dann habe ich hier sogar ein Farbgalaxie-Badesprudel, ja, oder dann auch von Tittisept habe ich auch was. Das ist natürlich mehr für die Kinder. Genau, das war was für die Kinder. Oder hier habe ich auch noch mal was von Isana. Ja, genau, Isana Kids. Ja, für die Mädels. Oder dann Peel-Off-Maske.
Ja, rosa und was ist da noch drin? Glitzer, Glitzer habe ich benutzt schon mal. Nein. Oder hier dann auch nochmal Tücher sind das ja eigentlich. Weil ja, auf jeden Fall kleine Feuchttücherpackung. Das Feuchttücher, ja, weiß ich gerade gar nicht. Doch, Feuchttücher. Ja, dann auch wieder natürlich Peeling-Off-Maske, also Glitzer, natürlich. Guckt, hier ist Glitzer drin, da. Sehr, ja, Glitzer, Glitzer! Oder dann hier Dresdner Essenz, also das ist auch so Badesalz drin, würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, ich habe das auch noch nie benutzt. Ja, dann habe ich so die, ich sage mal, so Antikohle, ja, ist auch Antikohle-Maske. Diese schwarzen. Da hatte ich aber mal was. Das habe ich schon mal nicht mehr gefunden. Das ist mir in so einer Tube gewesen. Das war richtig cool. Hier ist auch noch mal so was. Eine Antikohle-Maske. Ja. Dann habe ich hier für die Haare solche Masken. Also, ja, wenn ich mal meine Haare mache, ich habe da bestimmte Sachen, die ich dafür benutze. Und das sind dann immer die Sachen, die da drin sind. Aber ich benutze sie gerade nicht. Ja, dann Tedesept natürlich. Und wieder eine Peelmaske. Die ist sehr gut. Die habe ich schon mal benutzt und die ist richtig, richtig gut. Ja, dann habe ich den Waldfußball von Isana Kids. Genau. Die nehmen meine Kinder ganz, ganz viel. Meine kleinen Mäuschen. Und dann noch meine Duschbombe. Ja, dann habe ich hier noch Dresdner Essenz. Ja, ich habe schon so schon meinen kleinen Touch. Ja. Aber ich habe bis jetzt nichts Neues dazu gekauft und hier habe ich auch noch mal eine. Und hier habe ich auch noch mal eine. Aber wie gesagt, ich glaube, das letzte Mal war vor einem halben Jahr, wo ich mir so Zeug gekauft habe. Das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht und wie ich sehe, muss ich es auch gar nicht, um Gottes Willen. Ja, also es hört noch nicht ganz auf. Also habe ich auch noch mal. Und, oh ja, die ist auch richtig cool. Und die schwarz, schwarz mit Glitzer. Ja. Warum hat sich die Sani gekauft? Alle dreimal. Ja, ich weiß. Wartet, ich zeig's euch gleich. Dann habe ich hier noch meine Augenmaske. Oder totes Meer Schlammmaske. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Vielleicht kann mir irgendeiner sagen, wie die ist. Oder Dresdner Essenz. Das ist auch so mehr für Meditieren. So Meditieren in der Wanne. Ja, wie das ist, weiß ich noch nicht. Will ich nicht ausprobieren. Ja, Eiweißschlappen mit ein Einhorn. Ja, das ist cool. Ja, und dann halt wieder solche. Also, was ich eigentlich jetzt sagen wollte. Ja, so. Ich will sie was. Zu diesen Masken. Die habe ich mir ja alle drei zur gleichen Zeit gekauft. Zur gleichen Zeit und warum, weil es glitzert. Ja, und eigentlich wollte ich die schon lange mal ausprobiert haben und bin bis jetzt noch nicht mal dazu gekommen. Ja, vielleicht schaffe ich es ja jetzt so in dieser Weihnachtszeit über, denn die kommt ja jetzt bald. Vielleicht kriege ich es ja dahin. Ja, ich werde euch vielleicht dann auch was dazu sagen können, irgendwann mal, wenn ich es natürlich benutzt habe. Ich möchte euch jetzt irgendwas erzählen, was ich noch nicht benutzt habe, das ist ja eigentlich auch blöd. Das mache ich nicht gut. Ja, also wie gesagt, ich hatte vieles hier noch nicht benutzt, ganz im Gegenteil. Und ja, ich werde euch natürlich darüber informieren, wenn ich was finde, wenn ich es probiert habe oder wenn ich mir mal neue Sachen wieder besorgt habe. Ja, mal gucken. Also, und das soll es ja auch erstmal heute gewesen sein, was so mein Schminktisch so ein bisschen betrifft. Und ja. Vielleicht hat es den einen oder anderen gefallen und ja, vielleicht könnt ihr ja auch ein paar Kommentare hinterlassen, wenn ihr auch wisst über die Sachen, was ich damit machen soll, die ich noch nicht benutzt habe. Vielleicht habt ihr ja Ideen und ja, dann schauen wir mal, ob da irgendwas zu machen ist, was das betrifft. Wie gesagt, ich wünsche euch was und denkt dran, bleibt immer in der Liebe und passt auf euch auf. Ja? Okay, tschüss.